Bei eisigen minus 10 Grad posieren drei Ex-Missen und die amtierende Miss Schweiz Whitney Teuloy für den Elmoli-Versandkatalog. Missi kann also auch so richtig hart sein. Als hätte es das geahnt, hat als Kind auch keine von den vier Schönheiten Model werden. Als ich auch viel Traumjobs hatte, war Astronautin. Dann wollte ich mal Lehrerin werden. Mit meinem Papa ist Lehrer geworden, dann würde noch viel machen, was die Eltern machen. Und dann Wahlforscherin wollte ich werden, Zoologin, also wirklich ganz viel. Ja, Flugbegleiterin, aber jetzt ich möchte ich nicht mehr, weil ich habe zu viel Angst mit Flug. Wir waren in New York und wir hatten Turbulenz, wie sagt man, Turbulenz. Also ich könnte nicht, ja jetzt ich könnte nicht, weil es gibt zu viel zu tun mit der Turbulenz und alles, ich habe zu viel Angst. Jetzt habe ich zu meiner Mama gesagt, ja, ich möchte eine Firma haben, wenn ich der Boss bin, wenn ich das Barrage. Dann habe ich irgendwie so gedacht, so den Gedanken der Selbstständigkeit vielleicht. Christa Rigozzi wäre als Kind gerne Detektivin geworden. Wäre sie allerdings als Mann auf die Welt gekommen, würde sie heute den gleichen Job machen. Als Mann? Auch Model. Und mit vielen verschiedenen Frauen flirten. Ich hätte das gemacht als Mann, weil als Frau ist man noch ein bisschen, weißt du, so ganz, ja, man geht nicht mit den Männern, man ist seriös. Oder als Männer hätte ich alles möglich gemacht. Und alle Frauen neben mir. Die vier Schönheiten müssen fest auf die Zähne beißen. Nicht nur im Job, auch im Privatleben hat jede schon Momente erlebt, wo alles andere als einfach gewesen sind. Zwei Jahre früher, meine Großmutter ist gestorben und es war sehr schwierig, weil es war eine Zeit mit Gymnasium, es war viele Tests zu tun und meine große Mutter ist gestorben und zwei Wochen später mein Großvater. Also es war eine Zeit sehr schwierig für mich und für meine ganze Familie. In jedem Leben gibt es Zeiten, wo man durchbeissen muss, ob da private Ereignisse passieren, die vielleicht nicht einfach sind, die viel Energie kosten. Oder auch, eben, wenn man eine Ausbildung macht und man die erreichen will, gibt es manchmal auch Zeiten, wo man vielleicht nicht mag, muss man auch durchbeissen. Aber ich finde das auch gut, weil das sind auch die Punkte im Leben, wo man weiterkommen kann. Ja, als ich klein war, habe ich geschielt. Seit 3 habe ich die Brille. Und bis 12 habe ich dann die Brille angehört, wirklich jeden Tag. Da musste ich wirklich durchbeissen und dafür ist es wieder gut. Jetzt habe ich es wieder gut. Gut ausgesehen tun die vier Missen auf jeden Fall. Und das Lachen vergeht ihnen auch trotz eisiger Kälte nicht. Hallo zusammen, machen Sie mit bei der Wettbewerb Schweizer Rosierte. Ihr könnt tolle Preise gewinnen, das heisst 5x 100 Franken Gutscheine bei Jelmoli Versand. Man kann einfach wunderschöne Pulli bestellen und all was möglich. Darum mitmachen.